Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 16 Jahren geeignet. So. Ja gut, das wissen wir ja schon alles. Ach du heilige Scheiße. Flieh aus Mets Wohnung, haben wir auch schon geschafft. Geh auf die Convention. Haben wir auch. Okay, das haben wir auch gemacht. Ach du Scheiße. Das haben wir auch gemacht. Okay. Nein, oh, bin ich blöd, ey. So, haben wir gemacht. So, okay. Renne muss zur Bar gehen, Patroy, erst haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Ich versuche immer mal runter zu scrollen. So, genau, das haben wir auch gemacht. Wir haben die Lampe runtergehauen. Genau, wir haben die Kreide gekriegt. Mit der Figur von... okay. Natürlich, wir haben ja hier... jetzt hat er einen schicken blauen Hut. Genau, wir haben ja eine Figur. Okay, die muss natürlich jetzt dann wahrscheinlich so aussehen, wie... nicht Captain America, wie, Captain Red. Und da versuchen wir doch jetzt einfach mal, die Figur rot anzumalen. Damit wir einfach mal... Oh, bitte lass das klappen. Ne, weil der hat ja... Gucken wir nochmal eben an. Genau, der hat eine blaue Kappe, ne, rote Uniform und eine radioaktive Paintball-Gun. Natürlich. Hier haben wir auch Radioaktivität. So, wir haben jetzt den... Ja. Jetzt trägt er einen schicken roten Anzug. Jawohl. So, das Ganze jetzt noch mit dem Fixierer. Kein Tropfen mehr. Sehr gut. Was zur Hölle? Der verfickte Koala hat meine Figur geklaut. Warum ich? Warum? Okay. Dann kommt jetzt die Eukalyptusangel zum Einsatz. Ich stehe doch hier nicht rum, bis das Vieh sich den Köder schnappt. Doch. Doch, genau das wirst du tun. Ich stehe. Okay. Na gut, dann gehen wir runter. Ey, willst du mich versteckt sich das verdammte Biest. Moment. Dann stecken wir die einfach da rein. Und hoffen, dass er den Köder schluckt. Hätte man einen richtig dicken Haken dran machen sollen. So, jetzt. Auf keinen Fall. Verdammt. Moment, Moment, Moment. Können wir vielleicht ein bisschen Kleber... Das aber. Muss nicht... ne? Damit er da dran kleben bleibt? Oder hier so ein bisschen Plutonium? Okay, jetzt fängt er wieder an zu lecken. Aber beißt er auch? Das ist die Frage. Oder leckt er nur? Wir verlassen mal den Screen und gehen mal wieder hier hin. Gucken, ob er... Okay, ich höre ihn schon. Er ist immer noch nur am Lecken. Der perfekte Koala-Köder. Ja, wenn er... Was? Das Scheiß. Okay. Ich werde kein einziger. Im Moment. Verdammt. Aber wie kriege ich den, dass der da dran pappen bleibt? Das ist keine gute Idee. Na, okay. Hätte man ja mal, ne? Das ja, hätte man ja versuchen können, auf jeden Fall. Ja, scheiße, jetzt hat dieser blöde Penner hat jetzt unseren... Hat der unseren Ding jetzt einfach geschnappt, ey. Ich glaube, es geht los.
Okay, der ist immer noch hier am Gucken. Hier durch kann ich leider nicht gucken. Und er ist immer noch am Schlecken. Geh nicht so nah ran, du Nase. Die sehen ja niedlich aus. Aber ich bin sicher, die sind giftig. Auf jeden Fall sind die giftig. Okay. Strategisch gesehen ist das der richtige Platz dafür. Ah, ist das also ein... Moment. Können wir mit dem Teleskop ein Bübchen? Vergiss es. Oh. Vielleicht dann einfach mit dem Teleskop entenbügeln. Vergiss es. Weil jetzt leckt der da dran. Das ist ja ganz nett. Vergiss. Aber was machen wir damit jetzt? Vergiss. Weil ich meine, der sitzt da jetzt und schlägt an dem Köder. Aber der nimmt mir ja nicht ein auf. Also der, ne? Weißt du, was ich meine? Der. Sonst ist das. Der beißt ja nicht da dran. So, dass man den quasi einholen könnte. Sagen wir mal so. Vielleicht mit dem Hammer einfach hier. Nein, echt? Das sollte klappen, oh, aber. Oh, er kann's irgendwie... nicht. Oh, verdammt nochmal. Ich kann's nicht. Niemand mit auch nur einem Funken Menschlichkeit würde sowas machen. Ich weiß, der kleine Bastard hat mich beklaut, aber er sieht aus wie ein lebender Teddy. Es muss einen anderen Weg geben, einen blöden Koala zu fangen. Ein Koala? Wo? Haha. Peng. Was im Namen von... Befehl von ganz oben. Wir müssen all diese niedlichen Schädlinge ausrotten. Die vermehren sich wie Ratten. Okay, aber fürs Protokoll, ich bin absolut gegen das, was du gerade getan hast. Kein niedliches Tier sollte je mit einem Hammer geschlagen werden. Weder in dieser Dimension, noch in irgendeiner anderen. Ja, hätte sich das Koala-Problem auch gelöst, würde ich mal sagen, ne? Hier, den Koala können wir mitnehmen. Du hast keinen Ausweg mehr, du verdammtes Beuteltier. Gib mir meine Figur zurück. So. Ja, da haben wir doch jetzt auch die umgebaute Figur. Das sieht doch tatsächlich wie Captain Red aus. Ja, das Problem ist nur, die Paintball-Pistole. Das könnte noch ein Problem werden, weil er hat nun mal eine Paintball-Pistole. Und ich glaube, das wird der Typ mir auch sagen. Dass der eine Paintball-Pistole hat. Eine radioaktive Paintball-Pistole natürlich. Und wir dann dementsprechend noch so ein Ding besorgen müssen. Könnte ich mir vorstellen. Aber wo? Aber wir versuchen es mal. So, hier. Bitteschön. Hier hast du deine Rarität. Eine offizielle Captain Red Action-Figur. Handbemalt von behinderten Leuten. Ich glaube, seltener als das geht's nicht. Von was für einer Behinderung reden wir? Gestresstes, verprügeltes, verstümmeltes Nerd-Syndrom? Ich dachte, das wäre schon an allen Schulen gründlich gekämpft worden. Es gibt so viel unnötiges Leid auf der Welt. Ja. Ich glaube, du hast etwas für mich. Na gut. Ja! Unglaublich. Endlich. Ab jetzt läuft alles glatt. Ladies und Gentlemen, die Sci-Fi-Con schließt bald. Bitte verlassen Sie das Gebäude durch die Hintertür. Danke für Ihren Besuch und haben Sie einen schönen Abend. Jawohl! Was für eine schöne Nacht, meinst du nicht auch? Leider kann ich hier nicht rumstehen und übers Wetter quatschen. Ich auch nicht. Hab's ziemlich eilig. Ich auch. Was für ein Zufall. Wenn du nichts dagegen hast, gehe ich jetzt mal nach Hause. Oh Gott, tue ich das nicht? Genau das sagte ich gerade. Oh, das ist natürlich blöd. Gehen wir zum großen Rennen? Zum großen Rennen oder sowas? Nein, das ist nicht so. Was war? Jetzt kann man wohl davon ausgehen, dass ich eine aufs Maul kriege.
Davon ist auszugehen. Ich will nicht mit ihm kämpfen. Besser keine hastigen Bewegungen. Okay, keine hastigen Bewegungen machen. Ich schmeiß ihm den Hammer in den Kopf. Okay. Ich schmeiß ihm den Koala in den Kopf. Ich glaube, er wacht gerade auf und Alter, sieht der anders aus. Was zum... Au! Nein! Nicht da drin! Au! Au! Der beißt! Nein, nicht beißt! Alter! Du solltest mir doch helfen! Au! Scheiß blödes Beuteltier! Du solltest mir helfen, mich nicht beißen! Ja, renn doch weg, du Feigling! Oh, warte mal! Ich glaube, der hat mein... Fuck! Der Ring ist weg! Oh nein! Oh nee, da ist er ja. Was für ein Penner! Tag 4. Officer Hicks, geben Sie mir den Ring. Den Ring. Was zum Geier wolltest du da gerade tun? Wollte dich nur aufwecken. Man muss morgens was trinken, weißt du? Oh Gott, ich glaube, ich muss kotzen. Wie spät ist es? Es ist noch früh. Die Stadt schläft noch. Oh, was ist los, Kumpel? Du siehst nicht gerade glücklich aus. Ach, verpiss dich. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist eine von deinen langweiligen Reden. Und dann hat mir auch noch der blöde Koala was von meinen Sachen geklaut. Nur super. Einfach super. Neu. Ich sagte ja, du bist verflucht. Du hast aber nicht zugehört. Du verstehst nichts von der Macht des Ringes. Du bist einfach nicht intelligent genug dafür. Wenn du wie der Bösewicht in einem 007-Film redest, werde ich dich natürlich gleich viel ernster. Das Ende naht. Und du wirst dich noch gut an meine Worte erinnern. Welche Worte? Deine billigen Aphorismen aus dem Nachmittagsfernsehen? Man sagt, dass diejenigen, die die Vergangenheit ignorieren, verdammt sind, sie zu wiederholen. Aber welche Gefahren lauern auf jene, die die Vergangenheit nicht vergessen können? Jene, die davon besessen sind, sie zu wiederholen. Siehste, genau das meine ich. Sieht so aus, als würde dir deine Situation langsam bewusst. Du erinnerst mich immer mehr an mich selbst. Du hast sogar auf der Straße geschlafen, verdammt. Tja, sobald ich diesen Scheißring wieder habe, wird alles wieder ganz normal. Da bin ich hundertprozentig sicher. Denkst du immer noch, du kriegst ihn zurück, nur weil du das so willst? Junge, ich sag dir, dieser Ring macht, was er will und wann er will. Und glaub mir, er sucht sich den Ringträger selbst aus. Okay, aber ich weiß, wer ihn im Moment hat. Ich muss diesen Dieb nur finden. Tja, viel Glück dabei. Ja, Tag 4. Mal nicht in der Wohnung aufgewacht. Können wir uns mal die Zeitung anschauen. Hey, Matt ist nicht auf dem Titel. Vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, den Fluch zu brechen. Everything is calm in town. Okay. Gut. Das ist gut. Dann nehmen wir euch auch die Partytröte mit. Das gehört nicht so. Was haben wir denn überhaupt noch? Okay, das ist wirklich nicht viel. Tja. Was haben wir heute wieder? Comic-Con? Ah ne, die ist gecancelt worden. Okay. Ja gut, dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal hier lang. Wir könnten eigentlich jetzt mal versuchen, in Matts Haus zu gehen. Weil er müsste sich ja jetzt nicht umgebracht haben. Wir versuchen es. Yo, Matt, Alter! Kumpel, mach auf! Ich hab lustige Brownies und die komplette Sammlung von den Toxic Avenger Filmen. Mit Kommentaren? Ja, klar! Ich hasse Audiokommentare, die klingen immer so arrogant. Ich schlitz mir lieber den Hals auf. Oder wir schauen sie ganz einfach ohne Kommentare an. Warum hast du die denn mit Kommentar gekauft? Waren die teurer? Glaubst du, du bist was Besseres, weil du dir das leisten kannst, oder was? Oh, ist es jetzt an uns, ihm ja vor seinem Selbstmord zu retten? Das ist natürlich eine Aufgabe, die wie für uns gemacht ist, würde ich einfach mal sagen.
Ja, Matt, dann. Ich will dich hier vom Selbstmord abhalten, aber so wie du dich aufhörst, überlege ich mir das nochmal. Randall, hau ab! Ich will niemanden sehen, nur Sally. Okay, ich ruf sie mal an, halt durch. Wag das ja nicht! Wo hast du überhaupt ihre Nummer her? Was hast du vor? Glaubst du, du kannst sie mir einfach wegnehmen, nur weil ich den Ring verloren habe? Oh, jetzt verletzt du mich aber zutiefst. Ich versuche hier dir zu helfen, Mann. Und wie willst du mir helfen? Du kannst nichts für mich tun, Randall. Ja, hier, ich besorg dir den Ring wieder. Kein Thema. Was, wenn ich dir sage, ich kann deinen scheiß Ring wieder besorgen? Dann sag ich, dass das ziemlich unwahrscheinlich ist. Es sei denn, du warst es, der ihn geklaut hat. Ja, aber das hab ich nicht. Also sind wir zurück bei unwahrscheinlich. Ich könnte ihn zurückstehlen. Ich werd's versuchen. Ich versprech's. Na dann, viel Glück. Vielleicht auch John ich Wayne. Ich könnte den John Wayne für dich machen. Das bringt dich doch immer wieder hoch. Ich könnte das im Moment nicht richtig wertschätzen. Aber nur weil hier draußen nicht genug Platz dafür ist. Also komm schon, mach auf. Dann kann ich's richtig machen. Danke, Randall. Aber dein Hintern wird mir heute nicht helfen. Okay, deine Entscheidung. Aber ich hab ein paar neue Moves drauf. Aber hey, scheiß drauf. Gut zu wissen. Aber ich brauche jetzt nur Sally. Mann, oh Mann, ey. Wir schaffen das schon, so wie wir die dunkle Bedrohung überlebt haben. Mann, wir wollten nie wieder von dem Scheiß reden. Der Streifen hat uns richtig fertig gemacht. Und dann brauchten wir monatelang eine Therapie, bis wir überhaupt wieder reden konnten. Ja, aber ich weiß noch, dass dann meine ersten Worte Michse, Dichse waren. Ja, und ich weiß noch, dass ich dir eins mit einer Lampe übergezogen habe. Dann warst du noch 2 Tage bewusstlos. Tut mir übrigens leid. Ach komm, mach dir nichts draus. Ich hab der Narbe sogar einen Namen gegeben. Sieh mal, wir haben eine Menge zusammen durchgemacht. Hey, erinnerst du dich noch ans College? Sehr vage. Ja, weil wir uns voll auf die neuen Erfahrungen konzentriert haben. Weißt du noch, wie wir mal einen Feuerwehrwagen angezündet haben? Hey, Mann. Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Ich weiß, Kumpel, aber das war nicht in Vegas, sondern einfach die Straße runter. Oh, stimmt. Ach komm schon, wenn ich was weiß, dann, dass Matthew Griffin richtig Party machen kann. Saufen wir deine Sorgen einfach weg, okay, Kumpel? Du raffst es nicht, Randall. Der Ring war mir echt wichtig. Mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann. Ach Mann, Kopf hoch. Du rufst Sally einfach an und erzählst ihr, was passiert ist. Die versteht das sicher. Ich hab sie schon angerufen. Sie ist unterwegs. Ich hoffe nur, sie ist bald da, weil wenn nicht, dann... Matt, mach doch keinen Blödsinn, hörst du? Warte einfach auf Sally und rede mit ihr. Das ist kein Weltuntergang. Inzwischen versuche ich, den Ring zurückzukriegen. Vertrau mir. Ich weiß, das klingt komisch, aber... Naja, ich schaff das. Ja, aber wirklich was machen können wir nicht, ne? Also wir kommen hier nicht rein oder so? Ich komm nicht... Ja, ich sage nicht. ja, aber es ist immer schön, wieder Matt auch lebendig zu sehen. Ist mal was anderes. So, aber der Penner ist ja immer bei Mels Leihgabe oder Verleihhaus. Dann schauen wir da nochmal eben nach, was, ob da vielleicht irgendwas ist. Na, guck mal an. Guten Tag. Ich wusste, dass du hier rumhängst. Kennen wir uns? Ich kenne jedenfalls dich. Gib mir den scheiß Ring. Was? Du hast mich schon richtig verstanden, oder willst du mir weismachen, dass du den Ring nicht in deinem Besitz hast? Bist du ein Bulle? Sehe ich vielleicht aus wie ein Bulle? Wenn du kein Bulle bist, schlag ich vor, du lässt mich in Ruhe. Sonst fängst du dir echt Probleme ein. Ja, wenn du mir den Ring nicht gibst, kracht's gleich zweimal. Einmal, wenn ich dir einen reinhau und nochmal, wenn du auf den Boden aufschlägst. Das ist natürlich ein harter Spruch. Ja, auf einen harten Marker machen reicht heute nicht, Arschloch. Okay. Du gibst mir lieber den Ring und ich ramm dir meinen Arm in den Hals und hol dein Herz durch dein Maul raus. Ich will diesen Ring. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Es gibt auf der Welt 2 Arten von Menschen auf dieser Welt. Es gibt auf dieser Welt 2 Arten auf dieser Welt, okay. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Du buddelst. Ich finde das eigentlich am charmantesten. Damit kann man an einem frühen Montagmorgen das Gespräch schon mal beginnen. Das war wohl ein Missverständnis. Tut mir leid. Guten Tag, mein Herr.